Ja, hallo Freunde der analogen Unterhaltung. Es ist schon wieder Montag, Zeit für die Schulbank und es geht weiter mit unserer Kategorie Brettspielbegriffe erklärt. Jetzt ja, wechseln wir so ein bisschen das Überthema und wenden uns den Mechaniken zu. Was ist überhaupt eine Mechanik? Ja, eine Mechanik ist aus, wie wird dieses Spiel eigentlich gespielt? Oder Ein was benutzt Kniffel, das Spiel, ein ja? Würfelspiel, ja, werden Würfel geworfen, bewegt man sich irgendwie, spielt man Karten aus? Läuft man irgendwo rum? Das sind alles Mechaniken, ja, und so versucht man halt irgendwie Spiele zu kategorisieren, könnte man sagen. Genau. Ja. Und heute beginnen wir mit einer sehr populären Mechanik, vor allem in Strategiespielen unserer Zeit, nämlich mit dem Worker Placement. Zu Deutsch einfach Arbeitereinsatzspiel. Ja. Und da kann man natürlich auch noch schon sehen, wohin das führt. Worker Placement letztendlich bedeutet einfach, das Spiel funktioniert über verschiedene Aktionen, die meistens allen Spielern zur Verfügung stehen. Die Spieler haben Worker oder Figuren oder Plättchen oder was auch immer. Und indem man dann den Worker, die Figur, auf das Aktionsfeld stellt, kann man die Aktion ausführen. In der Oft Regel. in der Regel, genau. Oft ist es dann auch so, dass dadurch, dass ich dann eine Aktion ausgewählt habe, dieses Feld für andere Spieler blockiert ist. Das gibt es aber auch so und so. Es gibt dann auch Sachen, wo Darin. Aktionsfelder, wo dann alle Spieler trotzdem immer unendlich benutzen Vielleicht wird es können. immer teurer. Also das ist auch, darin unterscheiden sich im Prinzip die einzelnen Worker-Placement-Spiele, sondern wie definiert man jetzt diesen Arbeitereinsatzmechanismus? Aber im Kern, ja, man hat irgendeinen Pool, irgendwas an Arbeitern, Bauern, Goblins, Krieger, was weiß ich, Bedienstete, was auch immer, Familienangehörige, Zwerge und stellt die jetzt auf irgendeine Form von Aktionsfeld, wo auch immer da drauf ist, auf dem Spielplan, auf einer Karte, vollkommen egal, und löst damit, indem man etwas aus seinem Besitz, was man schon hat, in einer bestimmten Anzahl, vielleicht habe ich drei Stück davon und setze eins auf diese eine Aktion, führe sie aus, jetzt habe ich noch zwei und das bedeutet, ich kann sozusagen drei Aktionen ausführen und die anderen Spieler können natürlich oft in die Quere kommen, weil diese Aktionsfelder öffentlich zugänglich sind, meistens. Und ja, manchmal kann man sie dann trotzdem noch nutzen, wenn ein anderer da steht, manchmal auch nicht. Und wenn man sie dann trotzdem noch nutzen muss, dann muss ich vielleicht zwei meiner Worker hinstellen oder ich muss was bezahlen oder ich bekomme auch was anderes. Der erste bekommt das eine, der zweite, der kommt, bekommt was ganz anderes. Solche Variationen gibt es natürlich auch und darin unterscheiden die sich dann im Prinzip auch. Wie ist das im Endeffekt gelöst? Also ich finde, ein ganz gutes anschauliches Beispiel ist immer so, wenn man so an Monopoly denkt. Das ist ja kein Worker-Placement-Spiel, sondern ist ein Würfellaufspiel. Aber da ist halt so, man würfelt, läuft und wenn man auf eine Straße kommt, die man noch kaufen kann, dann kann man sie kaufen. Wäre jetzt Monopoly ein Worker-Placement-Spiel, dann hätte sicherlich irgendein ein Aktionstableau mit der Aktion Straße kaufen und der Aktion irgendwie Hotel bauen. Und dann könnte ich einfach einen Worker In da der hinsetzen. Aktion Spieler an Kundschaft anlocken. Ich könnte einfach meinen Worker dann da hinsetzen und könnte dann wahrscheinlich aus einem Pool von Verfügung stehenden Straßen eine kaufen. Ja? Bei Monopoly muss ich halt würfeln und Glück haben, dass ich mit meinem Würfelwurf mit einer Figur da auch hinlaufe, damit ich das kaufen kann. Also so kann man es vielleicht grob vergleichen. Wir haben hier zwei sehr bekannte Vertreter ihrer Art stehen. Einmal Stone Age Worker Placement in der Steinzeit. Und Agricola, auch eben ein Worker Placement Spiel. Hier typisch für Agricola, man hat eben auch diese Workerscheiben, die einfach Arbeiter auf meinem Bauernhof oder Mitglieder meiner Familie darstellen. Und bei Agricola zum Beispiel ist das Besondere, dass bei jedem Spiel die Worker-Felder dann neu aufgelegt werden, weil die Worker-Felder sind hier Karten, die quasi dann aufgedeckt werden und die sind dann immer anders. Also das ist eine Besonderheit hier bei Agricola. Was wir damit eigentlich auch nur sagen wollten, ist, man sieht, Agricola ist ein Spiel von 2007. Jetzt denkt man ja, alles ist Worker-Placement, ja, und als hätte es schon immer gegeben, Schon aber seit der Steinzeit, genau. aber das Gegenteil ist der Fall. Also Ja. es ist tatsächlich, ja, also nach der Jahrtausendwende definitiv, zumindest in meiner Wahrnehmung, es gibt da unterschiedlichste Theorien, wo ich sage, ja, die Urform, da gab es schon mal was, das Ja, die erinnert ein Urform bisschen dran und angeblich so. schon 98, aber eigentlich so In richtig was war das dann? populär. Keydom ist das? Ja, aber ja, Witcher, genau. Greaser Aber habe das ich haben nicht wir auch noch gespielt. nie gespielt. So richtig populär geworden ist es definitiv erst dann so mit Agricola. Vielleicht kurz davor gab es schon ein paar andere Spiele. Skylus oder wie es heißt. Ja, also 2005, 2000 bis 2007. Und Und das muss man sich mal vorstellen. das ist erst 7 Jahre her. Das ist 8 Jahre her. Und davor gab es kein Worker Placement.
Das wäre ungefähr so, wie vor 8 Jahren gab es noch keinen Tonfilm. Genau, vor 8 Jahren war die Welt noch schwarz-weiß. Oder so. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Daran sieht man auch, was eben passiert ist bei den modernen Brettspielen. Ich meine, 98, ja klar, da habt ihr 98. Ich weiß noch, also wirklich, ja, als Catan rauskam, das Harry Potter der Brettspiele, da war von Worker Placement, das war noch kein Begriff. Das ist tatsächlich nicht. Erst einige Jahre danach und ist jetzt nicht mehr wegzudenken. Es hat die Landschaft der komplexeren Strategiespiele wirklich wahnsinnig geprägt. Ich glaube, es gibt zu keinem Thema nicht ein Worker Placement Game. Ob man in den Zirkus gehen will, in was auch immer man tun will, Wein anbauen, Steinzeit, Ritter, egal was, zu all diesen Themen, behaupte ich jetzt einfach mal, gibt es mit Sicherheit Vertreter des Worker Placement. Wobei natürlich viele von diesen komplexen Spielen, muss man sich auch klar machen, lassen sich natürlich nicht auf so simpel auf eine Mechanik reduzieren, wie Mensch ärgere dich nicht, würfeln und laufen, sondern es verweben natürlich immer viele Mechaniken und bei einem Worker Placement Spiel ist halt dieses Worker Placement, das Platzieren der Arbeiter sozusagen die im Vordergrund stehende Mechanik und dahinter kann dann immer noch unzählige Menge an Zeug sein, das natürlich auch noch komplett andere Elemente beinhaltet. Ja. Und das wirkt, der Mechanismus entwickelt sich auf jeden Fall auch weiter. Es gibt auch jetzt schon Varianten, die stellen wir euch vielleicht dann später nochmal im Detail vor hier in dieser Reihe, wie Worker Displacement, wo man dann plötzlich Worker wegnimmt. Worker Movement oder Würfel als Worker hatten wir jetzt erst kürzlich mit Würfel Displacement. Genau. Worker Displacement mit Würfeln. Genau, das war Kraut Austria Hotel. Aber das sind dann eher dann halt Varianten. Im Endeffekt ist das alles immer noch Worker Placement. Worker Movement mit Worker Display oder wie ist so Five Tribes? Würfel Displacement. Also mit. Ihr seht, das ist natürlich, da fällt tatsächlich auch immer wieder was Neues ein. Ist auch und, gut so. Ja. Das ist auch schön. Vielleicht können wir die mal im Einzelnen, wenn wir dann, wenn uns die Mechaniken irgendwann mal ausgehen. Ja, da können wir dann noch ins Detail gehen auf jeden Fall. Submechaniken vorstellen. Man sagt ja auch so, Worker Placement ist schon langsam ein alter Hut, wobei das, glaube ich, das wird es immer geben. Also genauso wie den Würfel, den werden wir auch nie komplett verlieren aus dem Spiel. Warum auch? Ja. Warum und, denn auch? Ja, und Worker Placement Spiele wird es hoffentlich auch immer geben, auch wenn es da sicherlich auch Entwicklungen gibt. Der Würfel ist nach wie vor das am besten geeignete Objekt, um ein schnell erzeugtes Zufallsergebnis auf den Tisch zu bringen. Ja, ich meine, das ist übrigens ein wichtiger Punkt, den wir noch gar nicht genannt haben. Worker-Placement-Spiele zeichnen sich natürlich dann einfach dadurch aus, dass sie weniger glückslastig sind, wie jetzt zum Beispiel Würfelspiele, weil natürlich alle Aktionen sind erstmal für alle frei und ich kann mir natürlich einfach erstmal aussuchen, das ist eine reine strategische Entscheidung, welche Aktion wähle ich aus. Welche Aktion wähle ich vielleicht aus, damit es niemand anderes mir wegschnappt? Welche schnapp ich dem anderen weg, weil sie ihn besonders nutzt und so weiter? Also es ist halt viel strategischer. Genau, was damit viele Worker Placement Spiele gemeinsam haben, ist, dass es sehr wichtig ist, an welcher Position in der Spielreihenfolge man drankommt. Ist man Erster, hat man oft die volle Auswahl aus allen Aktionen und in vielen dieser Spielen ist dann auch eine Aktion wieder Startspieler in der nächsten Runde zu werden. Also auch das ist eben dann nicht mehr einfach ein Automatismus, sondern auch darauf wird oft dann ja taktischen Einfluss genommen. Bin ich jetzt wirklich nochmal Letzter in der Runde? Lasse ich Hunter weiterhin Startspieler? Opfer ich einen meiner Arbeiter, um selber Startspieler zu werden? Solche Dinge sind, sind dann die Freiheiten. Das Genre. Genau. Ich meine, das ist nämlich das Problem. Ja? Auf der einen Seite ist es dann weniger glückslastig, auf der anderen Seite müssen sie eben auch wieder gegenbalancieren. Ne, weil eben beim Würfelspiel ist ja quasi egal, wann man dran ist, der Würfel hat immer die gleiche Wahrscheinlichkeit, was er halt würfelt. Genau. Ne, aber beim Worker Placement ist es halt was anderes. Was übrigens auch ein typisches Merkmal von Worker Placement Spielen ist, dass es meistens die Möglichkeit oder oft die Möglichkeit gibt, zusätzliche Worker zu erhalten während des Spiels und sozusagen dadurch mehr Aktionen plötzlich ausführen zu können. Ein sehr gutes Beispiel ist Orléans, wo man dann plötzlich eben durch die Ritter plötzlich noch mehr Aktionen machen kann. Weil ja, das wieder auch sowas wie Agricola. Männlicher Bauer, weiblicher Bauer gehen zusammen in eine Kammer und 3 Bauern kommen raus. Was ist also, in der Kammer passiert? Was sich da Uwe ausgedacht hat, das geht gar nicht. Oder Kaverna, ein männlicher Zwerg, ein weiblicher Zwerg gehen in eine Höhle. Es gibt doch gar keine weiblichen Zwerge. Doch, die sind nur so schwer zu unterscheiden, weil die halt auch Bärte haben. Ja, also wir können sicher lange über das Thema Worker Placement reden.
Wir werden immer wieder Worker Placement Spiele hier bei uns haben auf dem Kanal und da werdet ihr den Begriff sicher immer wieder hören. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen Einblick gewonnen, was ein Worker Placement Spiel ist. Und sagen einfach mal tschüss. Es geht jetzt weiter auf jeden Fall mit weiteren Mechaniken. Da gibt es eine ganze Reihe von Mechaniken, die wir jetzt in den Begriffen euch vorstellen wollen in den nächsten Wochen. Also seid gespannt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.